Schönen guten Morgen, Leute. Joris, GSP Airsoft hier. Heute wieder ein B-Gardi Unboxing. Diesmal nichts irgendwie Review-Technisches, was wir mal bekommen, sondern diesmal was für mich. Für das Jahr 2015 sind wir jetzt das, oder eher gesagt, mein Ares. Ich hol's mal hier. Mein M4 von Ares hat das Jahr 2014 wunderbar überstanden, hat top funktioniert, keine Probleme mit gehabt. Und ja, jetzt steht allerdings 2015 an. Und jedes Jahr versuche ich die Waffe zu wechseln. Fragt mich nicht warum, ich mach's einfach. Und ja, Gesamtwert waren um die 400 Euro, pipapo, plus minus irgendwas. Und ja, kurz noch zu einer anderen Sache. Ich muss kurz liebe Grüße aussprechen, und zwar an den Tom aus Kannstein. Sein Vater ist in meinem Fitnessstudio. Und ja, Tom, dann sag jetzt mal ganz liebe Dankeschön an deinen Papa. So, und jetzt Unboxing. B-Gardi. Ich bin selber sehr gespannt. So. Womit spielt denn der Joris in der Saison 2015? Ja, ich bin etwas spät dran, das stimmt schon. Mit der Saison 2015, ja, schon lange begonnen. Wäre auch gerne beim Auftaktspiel der Airsoft Event Group dabei gewesen. Ja, hat aber leider nicht geklappt. Mann! Das ist doch zum Mäusemelken. Zum Polen. Hier unten auch noch. Freunde. Ja, und wie gesagt, die internationale Waffenausstellung. Jetzt Freitag und Samstag sind ich und Friday da vertreten. Natürlich auch der Darky und der Rippercon. Also, falls ihr eine Karte gekriegt habt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir versorgen euch da mit genügend Informationen oder darüber. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob er überhaupt alles mitgeliefert hat. Weil es ist natürlich nicht nur die Waffe. Ja, Ruhe. Oh, ey, Benny, das hätte doch nicht sein müssen. Das hätte doch nicht sein müssen. Erstmal kann ich jetzt schon mal zeigen, neue B-Gardi-Patches. 3 Stück an der Zahl. Haben wir nicht. Mein Combat-Shirt ist leider nicht dabei, da das vergriffen ist zurzeit. Größe M, Flecktarn. Naja, dann jetzt, ja. 2 Sachen habe ich mir bestellt. Eigentlich sind es 3. Ich habe mir noch einen Angle Grip bestellt, den aber bei Amazon. Und ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben hier was von PHX. Und zwar das Compact Holo Red Dot. Tada! So sieht das Ganze aus. Review, weiß ich nicht, sowas ähnliches habe ich natürlich auch auf meinem Ares Amoeba, nur von Z-Zeit. Und diesmal das Ganze halt von PHX. Ja. Batterie, alles dabei. Sehr schön. So, jetzt aber zu dem Produkt, worum es hier eigentlich gehen sollte. Es ist wieder was von Ares. Es ist wieder ein Amoeba, nur diesmal halt die Light-Version, würde ich sagen. Jeder weiß, glaube ich, schon, was es ist. Es ist die AM013BK, ist die Bezeichnung. So sieht das Ganze aus. Diese Software werde ich für das Jahr 2015 benutzen. Diesmal allerdings nicht in Tan, sondern in ganz normal Schwarz. War die Bezeichnung echt? MA0113, ja, so heißt sie.
Hier steht MA, da steht AM. Ja. Auf dem Paket AM013BK werden wir jetzt einmal öffnen. Geprüft, Waffe ist korrekt gezeichnet mit dem F von Vegadi, wunderbar. Ja, warum denn schon wieder so ein M4, Jungs? Warum wieder Amoeba, warum Ares? Warum? Weil es funktioniert und weil mich dieses Baby nicht im Stich gelassen hat. Und ich wollte einfach mal eine etwas kürzere Waffe. Und ja, jetzt haben wir hier dieses kleine Monster. Laut Vegadi 1,4 Joule. Sehr sexy. Schwarz. Ah, okay. Wir haben hier nur zwei Stufen einstellbar. Wie das aussieht mit dem Schaft. Ansonsten Magazin, High Cap natürlich. Ja. Und so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen. Hier natürlich noch Kimme und Korn vertreten. Ich weiß jetzt nicht, wie das vorne mit der Schalldämpferaufnahme ist, ob da was geht. Das sieht etwas leicht komisch aus. Ich muss mich da jetzt selber erstmal durchgucken. Ja. Die führt man sehr nah am Auge. Cool gemacht. Doch, gefällt mir gut. Ich packe jetzt mal mein neues Holo drauf. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und wie gesagt, vorne fehlt noch der Angle Grip. Und schauen, was wir hier noch von den Internals machen. Richtig hartes Tuning ist hierbei nicht erlaubt, wie ich gesehen habe, weil das die Elektronik einfach nicht mitmacht. Aber so ein leichtes Tuning mit Tuninglauf etc. 603er oder so. Wollen wir mal gucken. Ja, Freunde, lassen wir das Ganze mal so stehen. Das wird mein Projekt, mein kleines Projekt für 2015, damit mir nicht allzu langweilig wird. Ja, es kommt wieder die Freundin, die weiß davon natürlich nichts. Sonst geht's nachher wieder los. Wieso behältst du nicht dein anderes M4? Das hat doch super funktioniert. Aber ich sag mal so, Schatz, das ist so wie bei dir mit den Schuben kaufen. Irgendwann, da wird das alte Modell langweilig und dann kaufst du einfach ein neues und du machst das alle 2-3 Monate und ich nur jedes Jahr. Gekostet außerdem hat das Ares M4 knapp 300 €. Link füge ich euch mal unten in die Videobeschreibung, falls ihr ein Video davon benötigt oder unbedingt braucht. Ihr könnt euch das Video auch hierzu angucken nochmal. Das ist eigentlich genau das gleiche von den Internals. Natürlich auch dieses Ares EFCS, Electronic Firing Control System, wenn ich das jetzt noch so im Kopf habe, befindet sich hier drinne. Und ja, das gefiel mir bis jetzt am besten und deswegen habe ich diese Waffe auch wieder mal genommen. Modell 2015, das war's von mir, meine Freunde, Joris GSP Airsoft hier mit diesem kurzen Review. Macht's gut und ja, ich freue mich gerade.